Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich will jetzt mal... Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht? Nö. Ich will jetzt mal mit euch zusammen in die Mine hier gehen. Achso, ich dachte hier kommt ein Ladebildschirm oder sowas. Okay, aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Lenner. Goldklumpen. Einfach mal hacken. Eigene Fähigkeit prüfen. Waschechter Buddler. 55%. Einfach mal hacken. Einen Goldbrocken. Genau das habe ich auch gesagt. Keine Ahnung, sag du es mir. Wie viel habe ich jetzt? Wo finde ich hier jetzt die Goldklumpen? Da, 10 Stück. Warte mal, Olafs Beutel hier. Die muss ich auch mal aufmachen. So wie das hier. Kann man sich nicht drauf verlassen. Und die hier. Da wird sich nie was ändern. Immer wieder das Gleiche. So, Lena, Emilio und Finn. So, wo haben wir die Fackeln? Ich will hier auch ein bisschen was sehen. Crimson. Hey, du. Was machst du? Schmilzt du Gold ein? Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mach dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Und was weißt du über Raven? Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon, Fatang, Shatar, Fatang, Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme, das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Okay, kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Okay. Kardimon, Fatang, Shatar, Fatang, Beliar. Lass uns falschen. Lass uns falschen. Nein, nein. Das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Okay. Komm, gib mir lass dein... Lass uns tauschen. Komm, kannst du alle Goldbrocken haben? So, 100 Gold. Okay, auf diese Art und Weise kriegen wir hier Gold. Hey, wo willst du hin? Bist du in diesem Gang? Ja. Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Also ich darf hier rein? Okay. Tonak? Hey. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Telbor? Hey. Ich bin in Ordnung. Aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Okay, Patrick? Warte.
wollte nur die Fleischwanze, ja? Hey, du. So, ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt er von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Soll ich euch etwa eine Begnadigung von Raven holen? Alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Ich höre hier noch mehr Wanzen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Halte durch, die Rettung naht. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Hier. Hier, trink das. Extrakte Heilung, komm. Danke. Das hat mir gut getan. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Okay. So, ich will jetzt aber, die Fleischwanze looten. Ich höre hier noch mehr. So, hey. Monty. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe. Und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. So, da haben wir nochmal zwei. So, komm. Okay, also mit Patrick kriegen wir das noch auf jeden Fall hin, zu reden. Sklavenwache. Noch ein Sklave. Noch eine Wache. Sklave. Okay, drauf. Was haben wir denn hier? Steinwächter. Okay, noch einen goldenen Ring, eine Sichel. Was haben wir hier jetzt gefunden? Noch Butterfleisch. Was haben wir da? Laborwasserflasche und ich habe hier gerade noch Kohle gefunden. So, noch ein Trank. Noch eine Spruchrolle. Noch ein Trank. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Also ich sehe hier jetzt nichts, was ich noch machen könnte. Aber okay.
Schwerer Ast. Der ist wichtig. Gut, gehen wir mal von hier wieder raus. So, hier haben wir noch eine Fackel. So, Butler. Butler, Koch. Das hätte er noch besser wissen. Die nehmen wir mit. Wer erzählt denn sowas? Eintopf. Wasser. Es war doch seine Entscheidung. Lederbeutel, perfekt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das sind doch alles nur Gerüchte. So, wenn wir die Wache hier... Eine verhängnisvolle Situation. Mit Senyan haben wir... Mit Senyan haben wir ja schon. Mit mir kann man sowas nicht machen. Senyan hatten wir ja schon, glaube ich, geredet, oder? Die Sache anders aus. Möglich ist alles. Was war hier nochmal? Garas? Hey, warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bladwain hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bladwain reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Kannst du mir noch was über Bladwain sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit. Aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann es nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Wo finde ich Bladwain? Das gehört jetzt alles mir. So, wenn wir da reingehen, hat er ja gesagt, gibt's Minecrawler. Gegen Minecrawler kommen wir ja schon an. Die sind ja nicht... Oh, das sind aber viele. Nichts zu plündern, da ist nichts zu holen. Das sind ja wirklich viele. Komm, die machen wir alle platt. Ja, kommt her. So, da vorne haben wir noch einen. Minecrawler Zang. Noch eine Spruchrolle. Butlerfleisch. Noch ein Lederbeutel. So, Minecrawler können wir ja nicht mehr, also nicht looten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch irgendwie an eine Minecrawler-Plattenrüstung kommen. So, Lederbeutel. Lauflieder. So, wo liegt eigentlich meine Fackel?
die ich vorhin jetzt liegen gelassen habe. Da. Da oben liegt sie. Alles andere nehme ich aber trotzdem nochmal mit. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. Wir gehen weiter in die Richtung. Falls es da noch weiter geht. Holzfäller-Axt und... Okay. Ach, geht nicht weiter. Ja gut, dann haben wir... Dann haben wir es hier geleert. Ich finde es aber auch krass, dass hier die Minecrawler schwächer sind als im ersten Teil. So, Garras. Ja, die Crawler sind erledigt. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. War das... Das war jetzt Bloodwayne, oder? Jetzt... Warte, ganz schnell, Butlerfleisch. Da freue ich mich drauf. Boah, da werde ich mir aber richtig Mühe geben müssen dann für Thumbnail. So, ich brauche aber die Fackel jetzt nicht mehr. Die kann ich wieder abmachen. So. Und ich speichere vielleicht einmal hier. Bloodwind. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal. Du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Ich mag seine Stimme nicht. Und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Ach, du mieser Hund. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Du und viele andere Typen auch. Und wer glaubst du, hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Du mieser Hund. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Ja, das war wohl sein größter Fehler. Er hatte wohl keine Zeit, um wählerisch zu sein. Du mieser Hund. Genug geredet, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! So, grober Zweihänder, den nehmen wir mit. Bloodwinds Kopf? Was? Der hängt aber noch da. Was? Wo? Ich habe ihn enthauptet? Warte mal, seine Waffe, ist die besser als meins, oder? Nee, das war das hier. Meins ist besser. Okay, Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen.
Jo, gönn dir. Wir haben Bloodmoon einfach mal geköpft. Also werden wir ihn nicht mehr wiedersehen. So hoffe ich doch. Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe für so etwas keine Zeit. Apropos, warte mal. Wenn ich jetzt mit dem einen hier rede, wo ist denn der Dude? Hier, der Sklavenwache. Lass die Sklaven frei. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bloodwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Taurus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Bleib ins Kopf zeigen hier. Reicht das? Steck das wieder weg. Das will ich nicht sehen. Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal. Bloodwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Alles klar, dann Taurus auch noch. Alles nur Gerüchte. Dann legen wir Taurus auch um und nehmen seinen Kopf mit. Habe ich auch kein Problem mit. So. Ich bin aber froh, dass wir Bloodwin schon mal aus dem Verkehr gezogen haben. So, Scatty, weiß ich nicht. So, da vorne sieht aus wie Taurus. Gott ist. Hier, was Taurus. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwin aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen. Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen. Man wird uns jagen. Einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorgt dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Hey, du. Okay, also Taurus steckt jetzt doch mit mir unter einer Decke, oder wie jetzt? Kann ich jetzt hier die Gefangenen da freilassen? Taurus ist da auch schon hintergekommen, dass ich hier einen nach dem anderen umlege. So, wo haben wir denn die Sklavenwache? So, lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich habe mit Taurus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Taurus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Jo, gönn dir eine Suppe. So, Patrick. Hey. Alles klar, ihr könnt abhauen. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Okay, nice. Also die sind frei, die...
Das heißt dann jetzt, nächstes Ziel, Raven. Ich will aber gucken, ob die auch hier wirklich freikommen. Ohne getötet zu werden. Ich finde es aber schon mal gut, dass Torus jetzt erst einmal auf unserer Seite ist. Beziehungsweise, warte mal, wir reden mal vielleicht mit Saturas nochmal. Und vielleicht nochmal mit dem Piraten, wäre auch nicht schlecht. Saturas? Hey, du. Wegen Raven. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Okay. Adanos möge dich schützen. So, warte mal. Mit dem da müssen wir auch noch reden. Mit Medarion. So. Ich habe einen weiteren Teleportstein aktiviert. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay, also haben wir alles jetzt erledigt. So, dann ziehen wir uns nochmal um, bevor wir zu den Piraten gehen. Warte mal. Piratenrüstung. Zum Tal. Zum Canyon. Zum Canyon ist das nächste, würde ich sagen. Oh! Wo kommen die denn wieder her? Hier sind noch mehr. Ja, das ist ja super, dass hier wieder... Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Die sind alle wieder da. Das heißt, wir können wieder auf die Jagd gehen. Oder? Sind die alle wieder da? Ich gehe mal kurz gucken. Vermutlich sind die Orks aber auch wieder da. Das heißt, dann wechseln wir lieber auf die leichte Drachenjägerrüstung. Ich guck mal auch hier oben. Kurz auf einen anderen Bildschirm, auf dem OBS-Bildschirm gucken. Ne, hier ist nichts wieder da. Hier falsch abgebogen. Das heißt, wir müssen nochmal hier. Da geht's raus. Aber trotzdem mal gucken, ob hier noch mehr gerespawnt ist. Dann müssen wir wieder hier durch die Gegend laufen. Ah ja, und da bei der einen Höhle haben wir auch noch eine Sache vergessen. Wo wir mal runterspringen müssten eigentlich. Aber hier scheint nichts wieder da zu sein. War jetzt wahrscheinlich doch nur oben. Ja, war wahrscheinlich nur oben. Gut, dann gehen wir mal wieder dahin. Wir müssen ja auch noch mit Captain Greg reden. Zumindest will ich mal mit Captain Greg reden. Und den ganzen Scheiß, den wir eingesammelt haben, den wir gar nicht brauchen, mal verkauft bekommen.
So, das heißt dann... Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein, ne? Außer den Pilz, den ich jetzt sehe. Und die Waldbeere. Und die Heilpflanze. Der greift mich jetzt aber nicht an, weil ich Drachenjägerrüstung habe, oder? Kann ihm stärker machen? Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Nee. Irgendjemand muss mich doch stärker machen können hier, oder? Hier, Henry? Unterrichte mich. Der könnte Armbrust machen und Zweihand. Aber... Meinst du, mir geht es besser? Ich möchte jetzt erstmal irgendwie Stärke hier handeln. Zeig mir deine Ware. Mehr, wem man noch glauben soll. So, fangen wir mal ganz unten an. Meinst du, mir geht es besser? So, wir haben hier Wefel, die Silberringe, ja, das hat er wirklich Silberkette, Silberkelch, die Dinger. Ich hätte das anders gemacht. Trollhauer, Rohstahl behalten wir erstmal. Ja, das hat er wirklich behauptet. Trollfell, Zähne, das hab ich noch gar nicht. Minecrawler Panzerplatten, behalten wir Minecrawler Zangen. Kopf der Fangheuschrecke. Blutkelch behalten war. Von mir erfährt keiner was. Alte Münzen behalten war. Goldenen Ring. Mir erfährt keiner goldener was. Kelch. Goldener Kerzenständer. Man weiß gar nicht mehr. Rote Steintafel behalten war. Hier die Krallen verkaufen war. Sag mir nicht, dass du das Silberteller. Hast. Bergkristalle. Sag mir nicht, Glitterquarz. Aquamarin. Hier Knochen eines Skeletts. Bloodwinds Kopf behalten war. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Steintafel des Geschicks. Das ist doch lange bekannt. So. Ich bin ganz deiner Meinung. Die Ringe behalten wir mal. Ja, das hat er wirklich gemacht. Die können wir verkaufen, die mittlere. Ich habe was anderes gehört. So, ja und hier. Den können wir verkaufen, dass die. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert. Die können. Allesamt weg. Meinst du, mir geht es besser? Ich bin so, schwarzes Erz. So, müsste eigentlich passen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Okay. Der kann nur bis 90. Das war doch schon vorher. Hey, du. Der kann nichts beibringen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Dann reden wir noch einmal mit Greg. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ne, ihm kann ich nichts Neues sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.